Servus und hallo und herzlich willkommen zurück bei Hausflipper nach einer langen Weile. Wir haben in der letzten Folge hier unseren schönen Coffee Loft ein wenig geplant. Ich merke gerade, dass eine Tür fehlt, die müssen wir gleich mal ein bisschen hinbauen. Eine Tür, eine Außentür, Innentür, Eingangstür. Machen wir einfach eine weiße Ausgangstür, oder? Vielleicht auch so eine Bronzetür? Ich glaube, die passt besser hier rein. Okay, es ist viel passiert, du. Ich werde es versuchen, so zu handeln, dass Hausflipper jeden zweiten Tag kommt, so rum. Und wir widmen uns heute dem Schlafzimmer. Ich möchte das Ganze jetzt so ein bisschen... Ich habe nachgedacht, für wen wir quasi das hier alles ausrichten möchten. Und ich hätte gedacht, dass wir quasi eher so ein bisschen... so eine gute Studentenbude hier draus machen, wo einer hier einziehen kann, der gerade noch sein Studium hat, aber ein bisschen Geld hat durch Daddy vielleicht. Irgendwie ein reicher Anwalt ist oder irgend sowas in die Richtung. Ich möchte also das Ganze ein wenig ja, moderner auf jeden Fall halten, aber auch platzsparender. Ich glaube, man muss sowas machen wie... Der Laptop ist nah am Bett und sowas. Und das möchte ich versuchen zu erreichen. Und eventuell gibt es hier solche Staubetten. Wir haben ja so ein Staubett, glaube ich, auch. In unserem eigenen Ding hier. So was würde ich denn hier rin machen. Und das dann so ein bisschen auslegen. Und hoffen auch, dass ich... mehr verhandeln kann, weil ich... Wir möchten Geld sehen, ja? Wir möchten Cash sehen, wir möchten uns eine riesen Villa bauen können. Um dort dann zu hausen. Und ich werde wahrscheinlich irgendwann mal offline... Oh nein, ich wollte ihn nicht reinigen, ich wollte einfach nur rausschauen. Den Rasen machen. Einfach, ich muss ehrlich sagen, ich finde es so... nervig, dieses ewig lange... immer wieder wiederholende... zu machen. Also ich finde beim Wände streichen geht's eigentlich noch ganz. Das hält sich da so schön in Grenzen. Allerdings muss ich ehrlich sagen, das Rasenmähen, das ist zu viel. Ich renne im Kreis rum und renne nochmal rum. Und du musst bedenken, das ist halt wirklich der ganze Rasen, der hier noch gemacht werden muss. Das Fenster müssen wir wahrscheinlich auch noch reinigen. Können wir auch gleich machen. Es gibt einfach noch sehr, sehr viel zu tun in diesem Haus hier. Aber das soll uns ja nicht aufhalten, hier das gut zu verkaufen. Meine Maus ist irgendwie sehr, sehr gelig eingestellt. Es könnte auch am Fenster reinigen liegen. Ich weiß nicht, ich bin irgendwann mal an den Computer gegangen und plötzlich war die Maus irgendwie in allen Sinnen sehr, sehr gelig eingestellt. Obwohl, ich mag das eigentlich. Aber vielleicht ein bisschen zu krass. Naja, man muss damit leben. Streichen. So, dann machen wir hier ein Grau hier rein. Ich weiß, es wirkt im ersten Moment sehr, sehr traurig. Die Wand werde ich wahrscheinlich anpassen an die hier, die wir hier draußen haben. Als ob es wirklich einfach so eine fette Steinwand wäre. Und an die eine Seite will ich dann auch irgendeine schöne Farbe machen. Irgendeine Farbe, die das ein bisschen mit rauszieht. Wir brauchen selbstverständlich noch ein Weiß hier für die Fenster. Und vielleicht irgendwas, so ein Dunkelrot. Kakao, blutiges Rot, hier sowas. Alles ein bisschen dunkler halten, weil der junge Mann, der verbringt eh die meiste Zeit hier drin und möchte nicht gestört werden. Deswegen soll es dunkler gehalten werden? Das ergibt keinen Sinn. Ich will einfach ein dunkles Schlafzimmer haben. Meine, normalerweise hatte ich ja immer, ich glaube, recht helle Schlafzimmer. Zumindest habe ich das so im Gedanken. Und jetzt machen wir mal was Dunkles, ein bisschen edler wirkendes. Oh, falsch. Das ist die richtige Farbe. Nee, aber so ein bisschen was Edleres. Dass man sich selbst als Student denkt, hey, auch wenn ich noch nichts geschafft habe und das, was ich studiere, mir wahrscheinlich keinen Job bringen wird, sieht mein Schlafzimmer sehr, sehr edel aus. So, wir machen
Paneele ist das, glaube ich. Genau. Dann nehmen wir die dunklen hier. Ich habe überlegt gerade, ob wir die hellen nehmen, aber ich glaube, die dunklen würden da wirklich... Das ist, passt einfach besser. Passt auch zum Rot ganz gut. So, dann müssen wir jetzt jedes einzelne wieder dran bam. Wir tun es einmal abschlecken mit unserer Zunge und dann klebt das gut an der Wand dran und dann können wir im nächsten Step dann die Tür hinzufügen. Einen Schreibtisch hinstellen. Am besten noch irgendwie eine Kommode oder einen Schrank oder sowas in die Richtung. Ja, das ist meine Vorstellung hier. So, oh. Das speichert mal wieder. Alter, meine Stimme. Ach, alles gut. So. Hier noch ein wenig. Und dann können wir das hier verkaufen. Das Rot kann auch weg, das kann auch weg. Das Weiß möchte ich mal behalten, weil ich glaube, das können wir in den anderen Zimmern noch ein wenig gebrauchen. Alter, meine Stimme. Ich glaube, ich werde mal fett abhusten. Gib mir einen kleinen Augenblick, ich schreibe das auf. Wir sind jetzt bei 6, 18, schön. So, okay. Einmal fett abgehustet. Ich hoffe, jetzt geht's meiner Stimme wieder gut. Ich hoffe, das bleibt nicht. So, wir nehmen den Boden hier. Ich glaube aber, das ist sogar der Boden, der hier ist, oder? Nee, ist es nicht. Gut. Einmal das hier hinter. Ich möchte doch keinen Teppich im Schlafzimmer haben. So. Schee. Da muss ich mir auch noch irgendwas überlegen, was wir hier reinmachen. Dann brauchen wir ein Bett. Ein wunderschönes Schlafgemach. Möbel. Betten. Sowas hätte ich gedacht. Das wäre halt auch ganz gut, aber mir gefallen die Farben davon nicht. Das erinnert mich halt auch voll an das Bett von Ashley aus Hausparty. Das müsste doch eigentlich 1:1 das Bett sein. Ich nehme so ein Bett. Nee, nehme weiß. Kirschbraun. Nee, Buche. Grau, hölzern. Ja, das ganze hölzern halten. Vielleicht mit weiß. So, dann stellen wir das Bett hier. Oh, das müsste eigentlich da stehen, weil ich glaube, keiner mag es, in Richtung Tür zu liegen. Weißt du, wie ich meine? Hier kann man es nicht so gut in die Ecke stellen. Weil da wird es halt perfekt reinpassen. Aber das stört mich jetzt mal nicht. Oder gibt's Leute, ist einer von euch da drunter, der... Uff, nun kann ich ruhig schlafen. Ist einer von euch dabei, der mit dem Kopf Richtung Tür schläft? Ich habe bis jetzt noch kein Zimmer oder irgend sowas gesehen, was wirklich... Ja, so sowas gemacht hat. So, da ich möchte, dass das Schlafzimmer ein bisschen größer wirkt... Oh Gott, warte mal. Mach ich die Tür hier rein? Oh Gott, speichern. Okay, gut. Dann ist nämlich das Zimmer hier ein wenig größer. Und das hier wird gut abgegrenzt. Kann auch so ein Horrorfilm sein, gerade wie ich hier schaue. Okay. Gut, dann können wir hier noch irgendwas hinmachen. Vielleicht können wir dann eine kleine Lampe hinbauen. So eine Nachtlampe. Lampen. Stehende Lampe. Hier sowas sieht auch ein bisschen edler aus. Und moderner. Drehen wir ein wenig. So. Sieht sehr braun aus jetzt die Wand, aber... Sollen wir uns jetzt mal nicht so stören hier? Möbel, Schreibtische. Wir brauchen einen guten, krassen Schreibtisch. Sowas. Das hat auch, glaube ich, die Farben, die wir brauchen. Den stellen wir dann schön hier... Was von davon ist vorne? Ich glaube, das da. Stellen wir denn hier hin, da ist dann auch gleich die Steckdose, die man benutzen kann. Für den Computer, den wir auch noch gleich kaufen werden.
Elektrische Ausrüstung. Deckenventilator können wir auch noch uns hier dran schrauben. Obwohl ich eigentlich eher gerne hier drin haben möchte. Hier so. Ich glaube, Schlafzimmer braucht man jetzt nicht. Doch. Komm, falls es zu warm wird. Deckenventilator. Ich brauche mir eigentlich noch eine große Lampe. Ein großes Licht. Lautsprecher, Mikrowelle, nee, Tastatur. Ja, irgendwie Computer Brushy. Sieht billig aus, aber sollte reichen. Da schreibt man da seine Arbeiten und dann. Was das? Kaffeemaschine gibt's auch. Das ist genau das billigere. Okay, dann brauchen wir jetzt noch einen Monitor. Wir nehmen den billigen. Ich glaube, das ist eher so ein Fernsehmonitor. Noch einen kleinen. Tastatur, Lautsprecher. Ich glaube, das ist der hier. Ja, der hat einen crappigen Computer, aber halt. Krassen Monitor. Könnte ich sein. Tastatur gibt's auch noch. So, machen wir ein bisschen so. Ich schiebe ihn auch so ganz leicht so hin. Gibt's ein Mauspad eigentlich? So. Gibt's noch irgendwas, was man hier benutzen kann? Nee. Nee. Sonst passt alles. Okay, Möbel. Wir brauchen einen Schreibtischstuhl. Stühle. Das speichert. Ein ganz normaler Bürostuhl, oder? Ah, falscher Knopf. So, da kann ich hier dran sitzen. Dann können wir da eine kleine Tischlampe hinstellen. Eine Tischlampe. Lampen stehend. Tischlampe. So. Mal auf die andere Seite. Ich glaube, so wäre es schöner. Da lege ich hier noch ein Buch drauf. Buch. Ein Buch. Buch Psychologie. Der Typ studiert Psychologie im dritten Semester. Okay. Gut, jetzt brauchen wir eine Kommode. Schränke und Schränkchen. Hier so einen krassen Schrank. Ich glaube, der passt aber nicht in die Ecke rein. Nee. Dann vielleicht doch eine Kommode. Sowas. Nee, Kirschbaum gefällt mir nicht. Du hast dunkle Kirsche. Hier sowas. Mach mir da noch eine Kommode hin. Bisschen sperrig. Aber es reicht aus. Hey, es reicht aus. Teppich. Brauchen wir noch. Ich glaube, da kann ich aber auch unter Schmucke gehen. Nee, kann ich nicht. Ich muss unter Fußboden. Hier, genau, so war das. Was nehmen wir da Schönes? Nee. Ich glaube, der wäre ganz cool. So, dann hat er da noch so ein bisschen Stauraum. Da hat er ein bisschen Stauraum. Vielleicht können wir da irgendwas drunter packen. Unter sonstiges. Der Papierkorb wäre natürlich noch wichtig, dass er den auch noch hat. Hier so. Da kann ich sich umdrehen, das mal wegwerfen. Oder einfach nach hinten werfen und dann zack, ist es drin. So, Esel, Kaninchen. Kleine Box mit Deckel. Oh, die sind aber echt klein. Oh, warte, kann ich viele kaufen? Ja, kaufe viele. So, dann können wir da ein paar hinstellen. Kann da Sachen da ablagen. Ablagen? Ablegen, so. Das Deutsch ist schon mal wieder im Höhepunkt seiner Blüte, wie man sehen kann bei mir. Was können wir denn noch hinstellen?
Tresor? Nee. Eine Uhr. Damit auch immer weiß, wie spät es ist. Denkt dann auch nicht ganz so hoch. Selbst genau die gleiche Uhr haben wir, glaube ich, schon in der Küche stehen. Ein Wecker wäre natürlich sehr praktisch. Stell hier hin. Müssen ja nicht extra neue Sachen dazu kaufen. Ein Wäschesammler wäre halt praktisch. Stellen wir dann noch so schön in die Ecke rein. Kann sich dann da anziehen und wenn es zu viel ist, kann er es einfach in den Wäschekorb einfach reinwerfen. Und ich meine, hat es ja nicht weit bis zum Badezimmer. Ach genau, das war ja hier. Ganz, ganz merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig, diese Aufteilung hier. Okay, ein Becher möchte ich natürlich noch hinmachen. Hier so einen weißen Becher. Weil er trinkt doch den ganzen Tag nur Kaffee. Weil er muss unbedingt mit seiner Arbeit fertig werden. Teller, kleiner Teller, Wok, Bügel, Stapel Handtücher. Nee. Pflanzen können wir noch reinmachen. Wäre es mit so einer Yucca-Palme? Irgendwo in der Ecke. Aber hier gibt es fast keine Ecken mehr. Dann hier daneben. So. Vielleicht noch eine normale Deckenlampe, damit es nicht ganz so dunkel hier drin ist. Was nimmt man da? So eine? Aber die ist echt groß. Nee, ich glaube, ich nehme eine unauffälligere lieber. Sowas? Lass mich das mal anschauen. Ja, ich glaube, der Ventilator muss weg. So. Dann tun wir die noch ein bisschen verstellen. Doch, das sieht ja nicht ganz freudig. Ich möchte hier, glaube ich, noch was draufstellen. Vielleicht so eine... Bisschen. Ist ein Gedenk. Boah, es gibt ein Klavier! Alter Fernseher, ein Sarg. Hab ich das noch nicht gesehen? Oh, es gibt Liebeszeug. Bett, ein Teppich und. Oh. Eine Pralinenpackung. Ein kleiner Schüssel. Eine kleine Schüssel des besten Vaters. Die durchschnittliche Tasse. Oh, ist das toll. Ein hängender Geist! Warum finde ich sowas normalerweise nicht? Das ist immer krass. Also das Klavier, das könnte echt noch... Das könnte noch großen Nutzen haben. So ein richtig krasses Teil machen, dann... Was ist da perfekt? Nein. Hier so eine Kiste könnte man... Hier halt gut, gut drunter packen. Ich kaufe da auch mal viele von. So, noch eine letzte. So. Kann man da schön Sachen aufbewahren. Ich wollte hier eine Pflanze draufstellen. Schmucke, Pflanzen. Hier, dich nehme ich. Du gefällst mir von der Farbe nicht. Hier nehmen wir so ein... Schön, was bist du nochmal? Ein Tüpfelfarn. So, genau so hieß es. Ja doch, ich glaube, das könnte ganz schön sein. So zu leben. Sieht halt ein bisschen karg aus, alles. Aber sehr viele Pflanzen, wie ich gerade merke. Schön. Cool. Gut, dann sind wir jetzt fertig mit dem Schlafzimmer. Können wir mal die Schalter ausmachen. Hat ja schon eine hoch genug Stromrechnung, der junge Mann. Oder Frau. Da wollte ich noch die Lampen entfernen, genau weil die alle alt sind. Ich glaube hier... Irgendwo hatte ich noch eine, glaube ich. Habe ich die schon entfernt? Hier war auch keine. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, wir montieren heute noch die Sachen fürs Badezimmer. Wir nehmen so eine normale Toilette. So, kommt da rein. Brauchen wir noch ein Waschbecken. Nehmen wir das hier. Oh, hier gibt es ja viel. Ich will eine helle.
Ich möchte es aber weiß hier drin halten. So, dann kommt es dahin und dann fehlt noch eine dicke, fette Dusche, die wir alle lieben. Nicht. Oh Mann. Fehlt noch irgendwas? Nee. Fangen wir an mit der Toilette. Hallo? Hallo? Jetzt, okay. Plopp. Da reinstecken, du mal das hin und nein. Alles schnell drauf machen. Dann wäre auch schon das Waschbecken wieder fertig. So. Vielleicht hätte ich das Ganze machen sollen, nachdem wir gefliest haben. Aber jetzt ist auch schon zu spät, jetzt brauchen wir auch nichts mehr ändern. Jetzt sind wir ja schon dabei. So, der Stöpsel kommt da rein. Hier da hinten das Teil muss reingesteckt werden. Das vergesse ich jedes Mal aufs Neue fast. So. Ja. Ich glaube, Badewanne zu machen war wesentlich cooler. Weil ich es auch nicht so oft machen muss. Aber ich habe wirklich das Gefühl, diese Duschen, die musst du jedes Mal einfach machen. Und es dauert halt immer so lang. So, zack. Runter mit dem Zeug. Und dann fehlen noch die oberen Schrauben. Ja, hier schön. Ja, das sieht gut aus. Da unten müssen wir es noch reinschieben. Und da ist es fertig. Und wir stecken in der Dusche drin. Oh Gott, welche Folge war denn das? Wo ich mich eingeschlossen habe in dem Teil. Ist auch schon ewig her. Okay. Ich überlege schon mal, was ich für Fliesen hier reinmachen will. Wände. Wandfliesen. Irgendwas Helles auf jeden Fall. Da ist noch so ein Gelb, nee. Das sieht dann zu. Ich weiß nicht, ungewollt aus. Kann man das verstehen, genauso wie dieses Hellgelb. Das ist so. Ich weiß nicht. Das wirkt so ein bisschen dreckig, finde ich. Die haben wir jetzt gerade eben nur in abgeranzt. Ich glaube, wir nehmen die hier. Ich kaufe mir mal viele von. Wir wissen genau, es wird nicht nur eins reichen. Und den Boden können wir dann schon mal machen. Nein, zurück, Fußboden. Und da würde ich gerne irgendwas anderes nehmen. Und zwar dich. Dich möchte ich haben. Ja, doch, ich glaube, mit denen könnte das gut kommen, weil das ist ein bisschen dunkler hier und dann das ist auch so ein kleines bisschen dunkel. Dann können wir schon mal eine Tür reinmachen. Dann beende ich auch schon die Folge. Alles muss gemacht werden. Am besten alles gleichzeitig. Okay, wir machen natürlich das Bad ein wenig größer, deswegen stellen wir es hier hin. So, passt das? Habe ich es richtig platziert? Ja. Gut. Dann haben wir heute auch sehr, sehr viel erreicht. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.